Im Choru, die kleine Insel. Erstes Kapitel, der dumme Stern. Es war 4 Uhr morgens, als ich endlich aufstand, nachdem ich mich eine Weile im Bett herumgewälzt hatte. Ich wusste, ich konnte jetzt nicht wieder schlafen. Meine Frau und die Tochter schliefen noch tief und fest. Nach dem Telefonanruf dachte ich, ich sollte es meiner Frau sagen. Aber dann ließ ich es sein. Sie würde es am Morgen ohnehin erfahren. Es gab noch einen anderen Grund, warum ich es ihr nicht sagte. Es ging mir nämlich durch den Kopf, dass ich vielleicht noch etwas tun sollte, bevor ich sie vom Tod meiner Großmutter unterrichte. Obwohl ich wegen meiner Frau ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, war mir doch klar, dass ich es selbst tun musste, ohne die Hilfe von jemand anderem. Ich zog also meine Kleidung an, die neben dem Bett lag, und ging in mein kleines Arbeitszimmer. Ohne das Licht anzuschalten, öffnete ich das nach Norden gehende Fenster und schaute hinaus. Die Stadt schlief noch. Die nächtliche Dunkelheit, die mit ihrem schweren Gewicht die Stadt in ihrem festen Griff gehalten hatte, wollte der beginnenden Morgenfrühe noch nicht weichen. Klar, um diese Zeit schlafen alle noch fest in ihren Betten. Stille. Die Stadt lag wie untergegangen in einem bodenlosen Meer aus schweren Schichten von Dunkelheit. Ich blickte aus dem 13. Stock meines Apartmenthauses und sah die Autostraßen verlassen und die Dunkelheit noch immer auf dem schwach beleuchteten Asphalt lastend. Die beiden Wachposten, die andauernd gepfiffen hatten auf ihrem Rundgang, hatten ihre Tour beendet und befanden sich wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause oder in die Wachstube zu einer gemütlichen Zigarette nach Dienstschluss, nachdem sie erleichtert die Schnürsenkel ihrer Schuhe aufgelöst hatten. Um diese Tageszeit, 2 oder 3 Stunden vor der Morgendämmerung, ist die Müdigkeit der Menschen tatsächlich am größten. Selbst Leute, die die ganze Nacht unruhig in ihren Betten gelegen haben, beginnen jetzt, aus welchen Gründen auch immer, leise zu schnarchen und begegnen in ihren Träumen allerlei alten Bekannten. Wer weiß, vielleicht fallen auch Patienten im Krankenhaus, die die ganze Nacht über unter hohem Fieber gelitten haben, um diese Stunde aus Erschöpfung in den Schlaf. Ich zog eine Zigarette hinaus, zündete sie an und blies eine kräftige Rauchsäule in die Nacht hinaus. In Kürze wacht die Stadt wieder auf. Ströme von Menschen mit Masken, in denen sie matt und ausgebrannt aussehen, ergießen sich dann durch die Straßen und rennen vorüber. Und dann beginnt sie wieder. In der Großstadt, diese unendliche Qual, mit ihrem abscheulichen Krach, all dem Dunst und den Abgasen. Und meine Frau und meine Tochter und ich werden dann in einen Bus nach Süden nehmen, in meinen Heimatort, nachdem wir beim Versuch, den Busbahnhof zu erreichen, in ganzen Wellen von Menschen und immer neuen Wellen fast ertrunken sein werden. Der Anruf war vor etwa einer Stunde gekommen. Als es läutete, lag ich im Tiefschlaf. In der vergangenen Nacht war es sehr spät geworden und ich hatte zu viel getrunken. Es war auf einer Abschiedsparty von einem meiner Freunde, der in ein fernes Land aufbrechen möchte. Bei der Gelegenheit traf ich auch noch andere alte Bekannte, die ich lange nicht gesehen hatte. Wir zogen dann von einer Kneipe zur anderen und im Laufe der Nacht geriet die Party zu einer richtigen Sauftour. »Ich hoffe nur, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich das Land verlasse«, bat uns der Freund. »Vielleicht lacht ihr mich aus, aber es hat ja keiner von euch eine Ahnung, weshalb ich mich entschlossen habe, auszuwandern. Hör zu, ich möchte einfach nicht länger in einem Land leben, in dem die Menschen einander nicht vertrauen können, wo die Menschenwürde nichts mehr gilt und ein Menschenleben weniger wert ist als das von Schweinen und Hunden. Habt ihr verstanden? Es ist zu schrecklich hier und deshalb möchte ich fortgehen. Natürlich heißt das nicht, dass ich jetzt zu einer paradiesischen Insel aufbreche. Nein, es ist... Ich bin so kaputt, ich habe es einfach satt, ich habe keine Kraft mehr und kann nichts mehr dagegen tun. Ja, ich laufe davon, ich hau ab. Verzeiht mir oder meinetwegen lacht mich aus oder tut und sagt, was ihr wollt. Ich habe nichts dagegen, ihr alten Kumpane. So klagte und schrie unser nicht weniger betrunkener Auswanderer lange herum, bis er plötzlich zu heulen anfing. Halb aus tiefem Mitgefühl, halb peinlich berührt, wie wir waren, konnten wir nichts anderes tun, als ihn sein Elend herausschreien zu lassen.
Wir sagten nichts von unserer Besorgnis wegen seiner Entscheidung wegzugehen. Gleichzeitig aber hatten wir Verständnis für seine Motive. Er war ein empfindlicher und freundlicher Mensch, der von anderen ausgenutzt worden war. Ein solcher Freund, der seinen Job und den Großteil seines Vermögens verloren hatte, beim Weggang in ein unbekanntes Land verabschieden zu müssen, machte uns unendlich traurig und voller Mitgefühl. Es war nach Mitternacht, als ich nach Hause kam und mich ins Bett legte. Und als dann einige Zeit später das Telefon läutete, war ich sehr schnell im Wohnzimmer und hob den Hörer ab, da mich mein Durst schon zuvor nicht schlafen ließ. Es war mein ältester Bruder, der in meinem Heimatdorf lebte. Ich bin's. Eben ist Großmutter gestorben. Was? Großmutter ist tot? Es ging ihr gut, als sie sich gestern Abend hinlegte. Ich kann es noch nicht glauben, es ging so schnell. Am Ende war es ganz friedlich, als würde sie einschlafen. Ich weiß, du kommst morgen hierher und dann können wir darüber sprechen. Jetzt habe ich noch viel zu telefonieren. Damit legte er auf. Benommen ließ ich mich auf den Boden sinken und noch im Sitzen hielt ich den Hörer an mein Ohr. Großmutter ist tot. Großmutter ist tot, wiederholte ich immer wieder. In diesem Moment hörte ich einen seltsamen Laut, ein Geräusch. Wie wenn mich ein Windstoß aus dem Telefon heraus anwehen würde. Es war dasselbe vertraute Geräusch, das ich als kleiner Junge immer gehört hatte, wenn der Wind durch die Kiefernbäume wehte. Ein Geräusch, das von der Meeresküste herkam, der an meinem Heimatdorf liegt. Ich stand vom Boden auf, trat ans Fenster und lehnte mich hinaus. Sofort wehte mich die kühle Nachtluft an. Ich atmete tief und blickte an der Front meines Apartmentshauses ganz nach oben. Dort konnte man über dem Dach einen kleinen Ausschnitt des Himmels sehen, sowie ein paar schwach beleuchtete Sternchen. Da sprach plötzlich wie im Traum eine Stimme zu mir. Mein Kind, vergiss nicht, dass du eines Tages ein Stern gewesen bist, der am unendlichen Himmel geglänzt hat. Ja, auch du bist ein Stern gewesen, ein kostbarer Stern, der eines Tages auf diese Erde und in unser Haus kam. Vergiss das nie, mein liebes Kind. Vor Verwunderung wäre mir beinahe die brennende Zigarette aus der Hand gefallen. Aber dann konnte ich nur mit den Schultern zucken und als ich mich umblickte und nichts als das dunkle Zimmer zu sehen war, fühlte ich ein leichtes Schaudern. Ihr Geist. Omas Geist hat mich besucht, brummte ich erschrocken vor mich hin. Es war wirklich ihre Stimme. Die Stimme war so deutlich zu hören gewesen, dass es mir schwer fiel zu sagen, ich hatte es mir nur eingebildet. Mit einem leisen Stöhnen lehnte ich mich so weit wie ich konnte aus dem Fenster, als wollte ich mit aller Gewalt meine Großmutter erreichen. Aber ich sah nichts als den trüb dunklen Großstadthimmel, der über der Hochhauslandschaft lastete. Großmutters gebeugte Gestalt war nirgends zu sehen. Kein Zweifel. Großmutter wollte mich noch einmal sehen, zum letzten Mal, ehe sie diese Welt verließ. Sie wollte ihren ungeratenen Enkel wiedersehen, der sich noch immer nach ihr sehnte, nachdem er sich jahrelang durchgefressen hatte. Dieser gefallene Stern muss ihr viel Kummer bereitet haben. Ich drückte meine Stirn leicht gegen die Fensterscheibe. Tränen quollen mir aus den Augen und rannen meine Wange herunter. Ich ließ sie fließen und dabei kamen Erinnerungen an mein Heimatdorf dazu, an meine Kindheit und an den Innenhof des Hauses, auf dem mir die Großmutter zum ersten Mal sagte, dass wir alle Sterne seien. Alle sind wir Sterne. Großmutter war der erste Mensch, der mich dieses wundervolle Geheimnis lehrte. Es war an einem Sommerabend im Hof neben einer rauchenden Feuerstelle gegen die Mücken. Ich lag mit meinem Kopf in Großmutters Schoß unter einem von kristallenen Sternen übersäten Himmel, die aussahen, als würden sie gleich herabregnen auf unsere Köpfe. Und während ich in den Himmel hinaufstarrte, hörte ich der Geschichte zu, die sie mir erzählte. Seit jener Nacht und meine ganze Kindheit hindurch lebte ich mit den Sternen. Bevor ich schlafen ging,
trat ich oft noch in den Hof hinaus, und so oft ich zum nächtlichen Himmel hinaufschaute, immer schwammen dort oben die Sterne mit ihren silbrigen Flossen vorüber. Voller Entzücken und mit leuchtenden Augen begann ich dann, die Sterne an den Fingern meiner Hand abzuzählen, die ich an meine Brust gelegt hatte. Großmutter hatte gesagt, meine eigentliche Heimat sei der Himmel, der Ort, an dem alle Menschen nach dem Ende ihrer mühseligen Erdenreise zurückkehrten. Diese zahllosen Sterne seien alle die Gesichter meiner geliebten Nachbarn und ich selbst sei ein Wanderstern. Ich bezweifelte das alles keinen Augenblick. Im Gegenteil, es wurde zu meinem ureigensten Glauben, an dem ich voller Stolz festhielt und von dem ich niemand anderem erzählte. Dieser Glaube durchströmte mich wie frisches Quellwasser. Jede Nacht träumte ich von den Sternen, und solange ich mit leuchtenden Augen die Sterne am Himmel abzählen konnte, war ich ein glückliches Kind. Aber wann war das genau, als ich anfing, nicht mehr an Großmutters Sternengeschichte zu glauben? Als ich 10 Jahre alt war, zog meine Großmutter, meine ältere Schwester, mein älterer Bruder und ich von unserer Heimatinsel in eine ferne, fremde Stadt, in der meine Eltern bereits wohnten. Und seitdem ich die Insel verlassen hatte, entfernte ich mich innerlich von den Sternen und sie wurden mir fremd. Ich mochte die Stadt nicht. Obwohl die Sterne noch immer im Himmel über dem grauen Häusermeer existierten, waren sie nun ganz weit weg. Ich hatte sogar Angst, weiter zu ihnen hochzuschauen und verlor immer mehr den Glauben an die Geschichte von den Sternen. Schließlich dachte ich, ich sei zu alt dazu, weiter an ein solches Märchen zu glauben, und so beschloss ich, die Geschichte ohne weitere Überlegung zu verabschieden. Sie gehörte nicht mehr zu den Gegenständen, an die ich glaubte und die ich als etwas betrachtete, das nun mir gehörte. Sie war für mich jetzt nichts mehr als ein alter Pantoffel, dem eine Schnalle fehlte, oder ein ausgelutschter Kaugummi, der nachts nicht mehr schmeckte. Ich war jetzt dabei, erwachsen zu werden. Anschließend stellte ich mir vor, die von mir verstoßenen Sterne meldeten sich jetzt in meinem Gesicht in Form dieser abscheulichen, eitrigen Pickel. Und während ich jeden Tag an diesen unsauberen, toten Sternen herumdrückte, hatte ich nur noch bitteren Spott übrig für meinen Kinderglauben und Omas Sternengeschichte. Andeutungen eines schwarzen Schnurrbarts begannen zu sprießen dort über der Oberlippe, wo man bis jetzt immer nur gelbliche Tropfen aus der Nase laufen sah. Und weiter unten hing mir ein dickes, kolbenartiges Ding zwischen den Haarbüscheln herunter. Alles das half mir dabei, so dachte ich, mir ein Selbstbewusstsein als erwachsener junger Mann zu verschaffen. Statt an die Sterne meiner Kindheit klammerte ich mich nun an diese neue Identität, wenn ich nachts durch die hell erleuchteten Großstadtstraßen streifte. Straßen, die breiter waren als die Milchstraße. Meine ganze Jugendzeit hindurch waren wir arm und das Leben war beschwerlich. Beim Durchstreifen der düsteren und stickigen Gassen der Stadt holte ich mir oft geschwollene Füße und eine Hornhaut danach, während zur gleichen Zeit auch meine seelische Haut immer mehr austrocknete und sich versteifte. Die Zeit verging und bald war ich nicht mehr allein. Mit Ende 30 lebte ich mit meiner Frau und einer Tochter. Es war kaum zu glauben, wie sehr ich mich verändert hatte. Jene schönen Träume, die ich in meinem kindlichen Herzen aufgekeimt waren und bis ins Universum emporgestrebt waren, all diese kräftigen Triebe, die meinem wissensdurstigen und neugierigen Geist ans Licht wollten, verwelkten und starben noch vor der Blütezeit. Der vorströmende Drang in meinem Inneren, die grenzenlose Begeisterung, die Liebe und die Hoffnung, all das war mit einem Mal verschwunden. Aber ich bedauerte das nicht. Ich hatte eingesehen, dass es viel klüger war, ein Leben ohne das alles zu führen und dass man es so in dieser Welt viel leichter bestehen konnte. Doch warum dann immer wieder diese Tränen? Wenn ich zu viel getrunken hatte und nachts allein in den dunklen Straßen nach Hause wankte, blickte ich oft rein zufällig zum Himmel hinauf und betrachtete die schlafenden Sterne. Und dann rannen mir, ohne dass es einen Grund dafür gegeben hätte, immer ein paar Tränen die Wangen herab, während ich mich beim Erbrechen an einem Laternenmast festhielt.
Doch die Sterne waren jedes Mal sehr schnell wieder verschwunden und am nächsten Morgen blieb mir von meinem nächtlichen Erlebnis keine Erinnerung mehr übrig. Obwohl ich während dieser Zeit viele Leute kennenlernte, ist mir kein Gesicht und kein Name im Gedächtnis geblieben. Wir begegneten und wir trennten uns wieder, ohne dass sie sich mehr als undeutliche oder unbestimmte Spuren von ihnen festsetzten, wie zusammenhangslose Bilder eines Traums. Aber da die anderen alle keinen Versuch machten, mein Gesicht in Erinnerung zu behalten, hatte auch ich nicht das Gefühl, ich müsste mich an ihres erinnern. Ja, ich war schneller gealtert, als man es in meinen Lebensjahren ablesen konnte. Während mein Alltag dahinfloss, zog alles andere, meine Lebenszeit, die Begegnung mit Menschen, wie auch die Bindungen an einzelne von ihnen, wie Schatten an mir vorüber. Und am Ende war ich ein teilnahmsloser Mann mittleren Alters. Aber dann nahm Großmutter Verbindung zu mir auf. In ihren friedlichen letzten Momenten wandte sie sich zum letzten Mal an mich, bevor sie ihre lange Reise auf Erden beendete und ihre alte Heimat im Himmel dort droben zurückging. Nachdem ich mich, wie erwähnt, soweit ich konnte, aber vergeblich aus dem Fenster gelehnt hatte, verließ ich schließlich das Zimmer und öffnete vorsichtig die Wohnungstür. Dann rannte ich im Pyjama die Treppen hinauf, bis ganz nach oben. Im 15. Stock, wo das Treppenhaus zu Ende war, öffnete ich die schwere Eisentür und schlüpfte hinaus auf das Dach des Hochhauses. Die kalte Dezemberluft hüllte mich ein. Ich lehnte mich zitternd gegen das Geländer und richtete meine Augen nach oben. Den Nachthimmel, den ich schon so lange vergessen hatte, gab es noch. Auch wenn die Luft etwas verschmutzt und sein Anblick durch die Lichter der Großstadt beeinträchtigt war, er war noch da. Meine Augen waren vom Schlaf noch verklebt und ich bemühte mich darum, sie ganz weit aufzumachen. Ich wollte den Stern meiner Großmutter suchen, der dort oben in dem unendlichen Nachthimmel sein Zuhause wiedergefunden haben soll und nun strahlend herableuchten würde. Aber es war irgendwie seltsam. Ganz gleich, wie oft ich mich mit meinen Augen blinzelte und darin herumrieb, meine Bemühungen waren umsonst, bis ich begriff, dass nicht nur meine körperliche Sehkraft, sondern auch mein inneres Sehvermögen gestört war. Da fing ich an zu weinen. Was konnte ich machen? Es war einfach schon zu lange her, dass ich mit meinem Unglauben an die Sterne gelebt hatte. Und jetzt war ich nicht einmal mehr in der Lage, sie dort oben in voller Klarheit wahrzunehmen. Meine Augen waren längst viel zu schmutzig und sündhaft geworden, sodass ich nicht einmal meine eigene Heimat dort oben wiederfinden würde, wenn meine Zeit käme, diese Erde zu verlassen. Voller Verzweiflung heulte ich weiter und irrte auf dem verlassenen Dach umher. Doch es war mir nun wieder klar geworden, dass Großmutter ohne allen Zweifel irgendwo dort oben war und strahlte mit einem Lächeln auf ihrem zahnlosen Mund und so auf mich herabblickend, wie sie es an ihrem letzten Abend in unserem Hof getan hatte. Nur jetzt ganz ohne ein Wort zu sagen. So sah sie vom Himmel herab auf diesen dummen, gefallenen Stern, der dort unten im Pyjama auf dem Dach eines Hochhauses umherirrte, mit einem Gesicht, das gezeichnet war von Mühsal und Hass, von Verzweiflung und Habgier, von Missgunst und Unzufriedenheit. Fünftes Kapitel: Liebe auf Nagildo. Alle Jahre wieder gebärt das Südmeer den Frühling. Nachdem sich der riesige Bauch des Ozeans den ganzen Winter über langsam hin und her gewälzt hat, beginnt er zu stöhnen wie ein mächtiges Reptil, das den Frühling in seinem tiefen Bauch auszutragen im Begriff ist. Wenn dann die Zeit gekommen ist, dann bringt der Ozean den Frühling zur Welt
und schickt ihn an Land. Und diesen Gebärvorgang wiederholt er jedes Jahr neu. Die Beobachtung des Meeres verriet es den Bewohnern der Inseln sofort, wenn die Zeit reif war für eine neue Geburt. Sobald sich das Gras mit seinem frischen Grün und die blühenden Bäume ihnen spiegelten, wenn es dann aussah, als ob sich eine ganze Riesenportion grüner Seide hinausgebreitet hätte und die Sonne mit immer heißeren Strahlen seine Oberfläche überzog, wussten die Menschen auf den Inseln, dass seine Geburtswehen wieder eingesetzt hatten. Und wenn dann der Ozean voll war mit einem Überfluss an Jakobsmuscheln, Abalonen und Oktopus, Fadenschnecken, Seeanemonen, Kugel- und Plattfischen, Meerbrassen und Garnelen, die es alle an die gewärmte Wasseroberfläche trieb, dann wussten die Insulaner so sicher, wie sie ihren eigenen Namen wussten, der Frühling war wieder einmal dabei, das Licht der Welt zu erblicken. Einmal jedoch war der Frühling früher dran als üblich. In jenem Jahr waren Gerüchte im Umlauf, wonach Leute, die an einer Überprüfung der Algenzucht um die ganze Insel herum teilgenommen hatten, bereits gegen Mitte Januar erste Anzeichen des kommenden Frühlings gesehen haben wollten. Für uns Insulaner bedeutete das jedoch überhaupt nichts Gutes. Im Gegenteil, alle waren besorgt über einen Frühling, der sich zu früh angekündigt hatte. Wir waren auf der Insel einfach zu wenig Anbaufläche für Feldfrüchte und deshalb hingen wir für unsere Auskommen hauptsächlich von der Züchtung von Meeresalgen den ganzen Winter hindurch ab. Und jeder wusste, dass die Algen nur im kalten Wasser gediehen. War der Winter ungewöhnlich warm bei steigenden Wassertemperaturen, so pflegten die Algen rasch zu faulen. Und das bedeutete dann für das betreffende Jahr das Ende der Algenzucht. Aus diesem Grund beteten wir Insulaner immer für einen späten Frühlingsbeginn. Aber leider, die Geburt eines neuen Frühlings kümmerte sich im geringsten um unsere Wünsche und Vorlieben. Vielmehr ereignete sich die Geburt nach ihren eigenen Gesetzen und kam eben, wann sie kommen wollte. Es war im Monat April. Von einer warmen Sonne verwöhnt, sprenkelten die grellgelben Rapsblüten die hügeligen Felder auf Nagildo viel früher als gewöhnlich um diese Jahreszeit. Und da wir wenig Ackerland hatten, das man bewirtschaften konnte, waren im Frühjahr oft winzige Felder an den Abhängen der Berge mit grüner Gerste bepflanzt. Ich kann mich gut daran erinnern, wie die schmalen, rechteckigen Felder aus der Ferne aussahen, wie die zum Trocknen ausgelegten, zartgrünen Röcke der traditionellen Frauenkleidung. Auch Kamelienbäume mit ihren glänzenden Blättern und roten Blüten wirkten wie Farbflecke auf den Hügeln und übten ihre Anziehungskraft auf Bienen und wunderschöne Schmetterlinge aus. Derjenige Ort aber, an dem der Frühling für die Dorfleute eigentlich begann, war der öffentliche Waschplatz. Er befand sich am Fuß der westlichen Hügelkette, das durch die Schluchten herunterströmende Wasser füllte, ehe es weiterfloss, an der Stelle, wo es das Tal erreichte, eine größere Mulde. Und dieses Becken war gewöhnlich seicht, aber nach einem ausgiebigen Regen pflegte es sogar über die Ufer zu treten und wurde ziemlich tief. An solchen Tagen versammelten sich alle Dorffrauen an diesem Ort, um große Haufen Wäsche zu waschen. An einem Morgen, der auf einen heftigen Frühlingsregen folgte, tappten einige Dorffrauen mit ihren schweren Wäschekörben, die sie auf dem Kopf balancierten, zum Waschplatz hinaus. Die Luft war erfüllt von ihrem albernen Gelächter und dem Geschnatter ihrer angeregten Unterhaltung. »Immer! Ach, was ist es denn, was euch Weiber gar so amüsiert? Ihr lacht ja, dass davon die dickste Glasflasche in der Küche zerspringt«, sagte Gümidonge und stellte ihren Waschkorb auf einer Steinplatte ab. »Ach, du bist gemeint, unsere frischgebackene Ehefrau«, meinte eine der Frauen. »Otta, schau nur, was für rote Bäckchen sie bekommt, unsere frisch vermählte Gümidonge. Sie wird ja rot wie ein Vollmond. Da wird der Ehemann aber schwer geschuftet haben, Nacht für Nacht«, sagte eine andere. »Ach, hört doch auf damit. Es ist noch früh am Tag für solches Geschwätz«, gab Gümidonge zurück,
der die Schamesröte ins Gesicht gestiegen war bei diesen unanständigen Anspielungen. Naja, sie befindet sich eben jetzt in ihrer Glanzzeit. Das sind doch die besten Jahre einer Frau. Jung, heiß und frisch gereift, setzte eine andere hinzu. Hey, ich bin jedenfalls alt genug, um mir solche Sticheleien zu verbitten, konterte Gümmidonge. Das glaube ich nicht, meine Liebe, meinte die Alte. Denk nur an Kimchi. Oder schmeckt ganz frisches Kimchi etwa? Nein, am besten schmeckt es doch, wenn es etwas abgelagert, also wenn es ausgereift ist. Erst wenn du richtig reif bist, kannst du es voll genießen, in den Armen deines Mannes zu liegen. Ja, das könnt ihr mir glauben. Das stimmt, sagte ein anderer. Als ich in ihrem Alter war, habe ich immer ungeduldig auf die Nacht gewartet. Wenn mir mein Rücken und meine Beine von der Tagesarbeit wehtaten, was meint ihr, was mich wieder munter gemacht hat? Nichts anderes als die Kräfte meines Mannes im Bett, die auch dazu führten, dass ich am nächsten Morgen wieder bei Kräften war und fröhliche Lieder singen zur Arbeit gehen konnte. Was für ein eigennütziges Luder. Du hast also fröhliche Lieder gesummt, während dein Mann am Tag auf dem Feld und in der Nacht auf deinem Bauch schuften musste? Teilte eine Zuhörerin. Was ist denn das für eine Art Feldarbeit, bei der man in der Nacht so schuften muss? Kicherte eine andere, ehe Dirk Chimier sich einschaltete. Sie war für ihr lautes Mundwerk und ihre frechen Sprüche bekannt und schaffte es auch jetzt wieder, dass alle in lautes Gelächter ausbrachen. Wenn man es recht überlegt, sagte sie, sind die Männer doch arm dran. Nach all der Mühe und Arbeit den ganzen Tag über dürfen sie nicht einmal nachts ruhig schlafen. Dann müssen sie auch im Bett noch ackern und sich zwischen neuen Furchen herumquälen, auf und nieder, immer wieder und so die ganze Nacht hindurch. Schwerstarbeit ist das. Das hängt doch ganz davon ab, wie der Ackerboden beschaffen ist, den eine Frau da anzubieten hat. Fruchtbaren und geschmeidigen Boden ganz ohne Steine zu bearbeiten, fällt den meisten Männern nicht schwer. Und was mich betrifft, mein Mann jedenfalls hat sich nie beklagt. Du? Einen fruchtbaren Boden willst du gehabt haben? Tch, und geschmeidig soll der sein? Deine Felder, fürchte ich, sind besonders steinig und dazu noch völlig verwanzt, zischte eine Frau. Na gut, dann bin ich eben ein steiniger Acker. Aber mein Mann hat das nie gestört. Der hat mich immer bestens beackert, als er noch jung war. Und das sogar nach einem harten Arbeitstag. Ja, das waren unsere goldenen Jahre. Ach Gott, die Erinnerungen, seufzte Dirk Schmine. Die Glanztage schienen für ihn aber noch nicht ganz vorbei zu sein, wenn man seinen geraden Rücken ansieht und seine kräftigen Beine. Der sieht doch so aus, als hätte er noch genügend Energie, um auch noch die schwersten Säcke voll Reis auf seinem Rücken zu schleppen. Ach, die Wirklichkeit sieht anders aus, meinte Dirk Chimier. Von wegen Energie, von Durchpflügen kann man nicht mehr reden. Höchstens einmal die Woche ein bisschen herumhacken. Zu mehr reicht es bei ihm nicht mehr. Aber schau dich doch selbst an, blaffte Gumnimje dazwischen. Du bist doch auch ein altes Weib geworden, merkst du das nicht? Mit deinen schlaffen Brüsten und überall die aufgesprungene Haut. Es dauert nicht mehr lang und du bist ihm dankbar für ein bisschen Herumhacken, einmal wöchentlich. Die beiden waren noch nicht lange am Ende mit ihren derben Scherzen, mit denen sie bei den übrigen Frauen immer wieder dröhnendes Gelächter erzeugten. Der Waschplatz war derjenige Ort im Dorf, an dem es immer am lautesten zuging. Sobald sie sich dort einmal eingefunden hatten, wurden die Frauen alle gesprächig und achteten dabei wenig auf die guten Sitten. Denn schließlich war das für sie der Ort, an dem sie frei sprechen konnten, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Nur wenn die Scherze etwas zu weit gingen, kam es zum Streit. Dann aber gestattete es die angeborene Großzügigkeit der Insulaner, den Streit eben auszutragen und im Übrigen mit den Scherzen weiterzumachen. Während die Frauen sich noch unterhielten, war Boldingno gesichtet worden, die sich gerade dem Platz näherte. Schaut, da drüben kommt Boldingno! Alle hoben die Köpfe und schauten,
Wie diese mit kräftig wiegenden Hüften herankam, einen großen Bambuskorb auf dem Kopf balancierend. Was hat sie denn da für interessante Kräuter in ihrem Korb? Ist das Beifuß? Der sieht ja besonders frisch und saftig aus. Ist das etwa für Doc? Fragte eine Dorffrau. Ja, mein Mann wollte etwas zwischendurch und es ist lange her, dass ich so etwas gekocht habe, antwortete Boldingno mit einem Lächeln, während sie sich neben Ingpalnje niederließ. Na, schaut euch doch die tüchtige Hausfrau an, rief Ingpalnje voller Verachtung aus. Nicht viele Frauen bringen es fertig, drei Mahlzeiten am Tag zu kochen und dazu noch ihre Männer mit wohlschmeckenden Snacks zu versorgen. So quasselte sie weiter über das, was Boldingno gesagt hatte, als ginge es ihr völlig gegen den Strich. Boldingno aber lächelte und meinte nur, wenn das Herstellen von Kräuterkuchen meinem Ruhm als tüchtige Hausfrau vermehrt, dann backe ich jeden Tag welche. Ja, natürlich, das glaube ich dir sofort. Du bist doch die berühmte Boldingno, oder? Bekannt für den Riesenlärm von all dem Stampfen und Mahlen, der noch spät in der Nacht aus deinem Haus kommt und die Nachbarn aus dem Schlaf reißt. Was wird denn da bei euch immer gestampft und gemahlen? Etwa Teig oder was? Ich habe doch nicht gesagt, dass ich jeden Tag Reiskuchen mache, antwortete Boldingno, die sexuellen Anspielungen zunächst gar nicht bemerkt hatte und zugleich laut wurde und verärgerlich errötete, als sie es dann verstanden hatte. Was in aller Welt soll das nur heißen, hä? Hast du irgendeinen Nachbarn gesehen, der nachts aufgewacht ist, weil ich Lärm gemacht habe? Das ist doch Unsinn, was du sagst. Überrascht von Boldingnos plötzlicher Empörung, hörten die umstehenden Frauen auf, sich mit ihrer Wäsche zu beschäftigen und verfolgten aufmerksam den Streit der beiden. Ingpalnje aber gab keinen Zentimeter nach und kreischte zornig zurück. Ach, was für eine tapfere Lady haben wir denn da? Eine Ältere anschreien, weil sie einen Spaß gemacht hat? Etwas mehr Respekt für die Älteren, wenn ich bitten darf. Wo sind denn nur deine Manieren? Schande über dich. Ach, komm. Du hast die vielen Jahre, die du älter bist, doch nur damit zugebracht, dein Maul, dieses hässliche Loch in deinem Gesicht, vollzustopfen. Und jetzt willst du, dass wir Respekt vor dir haben? Du sollst dein dreckiges Maul besser im Zaum halten, damit es nicht so viel Mist ausspuckt. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Glaubst du mir nicht? Du kannst jede hier fragen. Ich bin nicht die Einzige, die dein Gestöhne in der Nacht gehört hat. Ah, oh, ich sterbe. Oh Gott, ja. Frag doch irgendjemand, ob ich gelogen habe. Wovon redest du denn überhaupt? Erwiderte Boldingno. Bei der Beschreibung der unzüchtigen Aktivitäten Boldingnos in der Nacht hatte Ingpalnjes Stimme immer lauter getönt. Ihre Stimme war ungewöhnlich schrill und immer wenn die Leute im Dorf eine Sprecherin oder Sängerin mit weithin hörbarem Organ benötigten, wurde sie ausgewählt. Und ihr Zorn machte ihre Stimme jetzt nur noch lauter und erschütterte den Waschplatz in seinen Grundfesten. Boldingno aber wurde plötzlich kleinlaut und zurückhaltend, vielleicht weil sie sich hatte einschüchtern lassen oder weil sie wusste, dass die Anschuldigungen der Wahrheit entsprachen. In der Tat hatte sich das Gerede von ihren nächtlichen Aktivitäten bereits durch das ganze Dorf verbreitet und auch sie selbst wusste genau, dass es alle wussten. Ob an dem Gerücht über Boldingnos etwas Wahres war oder ob es nur jemand erfunden hatte, um einen Spaß zu machen, war schwer zu entscheiden. Die erste jedoch, die es weiter erzählte, war Boldingnos Nachbarin Yongqinye. Das Gerücht ging zurück auf einen unangenehmen kalten Regentag im vergangenen Herbst. Yongqinye sagte, sie habe im Bett ein seltsames Stöhnen gehört, das von Boldingnos Haus herüberkam. Zuerst dachte sie, da werde jemand an einer schweren Erkältung leiden. Aber dann hörte sie eine Stimme mit Lauten wie diese. Ach, ich sterbe, oh Gott, ja. Das ist doch eindeutig Boldingnos Stimme, dachte Yongqinye. An diesem Tag war Boldingnos Ehemann von einer Geschäftsreise zurückgekehrt. Er verkaufte Tongeschirr und nach einer Tour durch die Dörfer kam er immer etwa nach einem Monat nach Hause zurück. Moment mal, das ist doch Boldingno. Hat sie etwa gerade Streit mit ihrem Mann?
brummte Jung Chanye leise. Eine Schande ist das, so laut zu schreien, nachdem man so lange getrennt gewesen ist. Man sollte etwas unternehmen, bevor er sie noch ernsthaft verletzt. Sie dachte, sie könnte doch ihre Nachbarin in ihrer Not jetzt nicht im Stich lassen und weckte ihren Ehemann. Darauf näherten sie sich beide vorsichtig Boldenios Haustor. Die Fenster waren dunkel und immer wieder drangen die gequälten Laute dieses seltsamen Gestöhnes nach draußen. »Da tobt ja ein richtiger Streit. Am Ende gibt es noch Tote«, flüsterte Jung Chilione voller Angst. Im nächsten Moment jedoch schrie ihr Mann sie an. »Du dummes Weib! Sterben soll hier jemand? Verdammt, hast du ernsthaft geglaubt, dass die beiden streiten? Oder wolltest du nur haben, dass auch ich dieses Gestöhne mit anhöre, das dich so geil gemacht hat?« In seiner Wut schlug ihr Mann sie ein paar Mal ins Gesicht und dann kehrte er ins Haus zurück. In ihrer qualvollen Logik gab Jung Chilione dann ihrer Nachbarin die Schuld dafür, dass sie, Jung Chilione, von ihrem Ehemann in dieser Nacht so übel behandelt wurde. Und aus diesem Grund begann sie bereits am folgenden Morgen, von Rache getrieben, überall die Geschichte von Boldenios nächtlichen sexuellen Abenteuern zu verbreiten. Und diese Geschichte wurde berühmt. Nicht nur unter den Bewohnern unseres Dorfes, sondern überall auf den umliegenden Inseln. Inzwischen war das ausgeartete Streitgespräch am dörflichen Waschplatz aber wieder etwas munterer geworden. »Also, jetzt reicht's aber«, hatte Wing Dongye mäßigend dazwischen gerufen. »Boldenio lässt sich ja offenbar vieles gefallen, aber jetzt ist Schluss.« Als eine Art unparteiische Schlichterin wies die Frau zunächst Ing Palnye zurück und stellte dann Boldenios Gewand eine interessierte Frage. »Boldenio, lässt du den Reis mit den Beifußkräutern eigentlich in der Reismühle in Haporiman?« »Nein, wir machen das nachher immer zu Hause«, antwortete Boldenios freundlich lächelnd. »Ja, Beifuß ist jetzt im Frühling ganz frisch und besonders saftig und süß«, sagte Guidongye. »Oh ja, in diesem weichen Teig aus Klebreis mag ich am liebsten«, setzte Boldenio hinzu. »Das ist bestimmt das Beste.« Man stampft mit dem Mörser lange in dem mit Beifuß vermischten Teig aus Klebreis herum, zieht ihn immer rein und raus und rein und raus, ja, und dann wird der Teig immer schmackhaft und richtig zart und weich«, sagte Ing Palnye. »Ja, mein Mann verlangt andauernd Reiskuchen«, sagte Boldenio. »Dann bist du aber eine glückliche Frau. Aber warum gehst du nicht auf den Markt in Hapuri und lässt dir den Teig dort stampfen?« »Ach, das ist mir zu mühsam, über den Berg dort hinüberzugehen. Wir machen das lieber im Hof zu Hause«, sagte Boldenio unschuldig lächelnd. »In eurem eigenen Hof?« »Ja«, antwortete Boldenio nichts ahnend. Palnye hatte sich eigentlich die ganze Zeit über Boldenios lustig machen wollen und deshalb die ganze Zeit mit Unschuldsmiene und einem ernsten Gesicht gesprochen, bis die anderen die Absicht schließlich doch bemerkten und zu kichern anfingen. »Was? Das muss ja ein großartiges Bild sein. Du und dein Mann mitten auf dem Hof, wie sie voller Freude mit dem Mörser stampfen. Ha, doch dein blödes Maul«, schrie er auf Boldenio und sprang auf, bebend vor Zorn, nachdem auch sie die wahre Bedeutung der Unterhaltung begriffen hatte. Aber die Spaßmacherin ließ sie nicht einschüchtern und schnappte zurück. »Böses Maul, sagst du? Schaut euch nur diese junge Schlampe an, du mieses Unkraut! Wenn du nicht willst, dass ich böses Maul sage, dann kann ich es auch dreckiges Loch nennen«, brüllte Boldenio sie an. »Halt dich bloß zurück, du alte Hure!« »Was hast du gesagt, du Hure?« »Oh, jetzt verstehe ich. Ich frage mich immer, wer wohl die Lügen gegen mich verbreitet haben wird. Hast du mich jemals mit anderen Männern zusammengesehen? Du solltest lieber darauf gefasst sein, für deine giftige Zunge einmal kräftig verprügelt zu werden«, sagte Boldenio, und dabei krempelte sie ihre Ärmel auf und stellte sich in der Pose einer Ringkämpferin vor sie auf. Auch ihre Kontrahentin machte sich kampfbereit, indem sie ihre klobigen Hände nach vorne reckte, um Boldenios in die Haare zu greifen und sie ihr womöglich auszureißen. Doch dann
drängten die entsetzten Frauen heran und rissen die beiden auseinander. Ihrem beherzten Zupacken war es jedenfalls zu verdanken, dass beider Kopfhaare unversehrt blieb. Aber das durchdringende Geheul und Geschrei der beiden zerriss noch eine ganze Weile die Luft. Doch der Zwischenfall war damit noch nicht zu Ende. Noch Stunden danach konnte man hören, dass die Ehemänner der beiden Kampfhühner aus Scham über den ehrenrührigen Streit ihren Frauen eine tüchtige Tracht Prügel verabreichten. Achtes Kapitel: Ein Schwein im Traum. Eines Nachmittags wurden wir Geschwister von dem Duft nach Dock, nach gedämpftem Reiskuchen also, in große Begeisterung versetzt. Immer wenn wir vorsichtig in die Küche spähten und mit schnuppernden Nasen den aufregenden Gerüchen nachgingen, befahl uns Großmutter: Wir sollen in unserem Zimmer bleiben. Doch bald darauf lauten wir wieder an der Küchentür, um ihr bei der Zubereitung der Reiskuchen zuzuschauen. »Raus hier, ihr Schlingel!« rief Großmutter, während sie Holz im Herd nachlegte. »Wenn ich euch so sehe, dann denken die Leute ja, ich lasse die Kinder Hunger leiden. Los jetzt! Bleibt in euren Zimmern! Ihr braucht nicht nachzuschauen. Vor morgen früh bis zum Frühstück bekommt niemand etwas von dem Dock zu essen. Habt ihr verstanden? Zuerst kommt die Zeremonie und dann wird gegessen.« »Aber wir wollen doch nur zuschauen, Großmutter. Wir wollen ja gar nichts probieren«, sagten wir. »Was? Ich weiß schon, was ihr wollt. Ihr denkt, ihr könnt gleich ein paar Reste von dem Kuchenteig abbekommen. Hab ich recht?«, fragte Großmutter lächelnd. Kichernd setzten wir uns in die offene Küchentür. Alle in unserer Familie waren heute in froher Stimmung, weil Großmutter Reiskuchen für meinen morgigen Geburtstag zubereitete. Sie legte noch mehr Kiefernzweige ins Feuer. Dort im Küchenherd glimmte die Glut aus wohlriechendem Kiefernholz und wir hatten es gerne, die duftende Wärme zu spüren, die davon ausstrahlte. »Los, los, noch mehr heizen, damit der Reis im Topf anständig kocht und bald gar ist«, riefen wir fröhlich und klatschten dazu. Aber ich konnte nur ganz wenig Dampf aus dem Kochtopf kommen sehen. Aus irgendeinem Grund hatte Großmutter nicht genügend Holz in den Ofen getan, um den Reis etwas schneller und stärker zu dämpfen. Jedenfalls wunderten wir uns darüber, dass sie beim Heizen so zurückhaltend war. »Großmutter, soll ich noch etwas mehr Holz bringen?«, fragte meine ältere Schwester ungeduldig. »Das ist ja etwas ganz Neues. Das habe ich von dir noch nie gehört, Chunye«, wandte sich Großmutter an sie. »Traust du dich tatsächlich in die dunkle Scheune, um mir Holz zu bringen?« »Also vielen Dank, aber es ist nicht nötig, mein Schatz. Wenn das Feuer zu heiß wird, dann wird der Kuchenteig verdorben. Man muss den Reis langsam erhitzen. Andernfalls bleibt er innen roh und wird außen zu weich.« »Kochst du für morgen früh nur den Reis, Großmutter?«, fragte mein älterer Bruder. »Ja, wirklich? Also nur Reis, ganz ohne Gerste?«, fragte er noch einmal, weil er nicht glauben konnte, was sie gesagt hatte. »Ja, morgen ist ein besonderer Tag. Da kann ich meine lieben Enkelkinder nicht mit Gerste füttern.« Wir freuten uns alle riesig über ihre Antwort und klatschten einander in die Hände, während Großmutter vor dem Herdfeuer stand und seufzte. Dann fügte sie betrübt hinzu: Ich könnte es mir leisten, euch Kindern jeden Tag nur Reis vorzusetzen, ganz ohne Gerste.« Doch wir achteten gar nicht auf Großmutters Seufzer und waren nichts als überglücklich über die Aussicht auf Dock, die, wie von ihr versprochen, ganz aus reinem Reis sein würde. In der Tat, es war immer unser größter Wunsch, nur schneeweißen Reis zu essen, ohne Zutaten aus anderen Körnern. Gewöhnlich gab es weißen Reis nur bei ganz besonderen Gelegenheiten, wie dem Neujahrstag,
den zu Schockfeiertagen, an Familiengedenktagen oder an Großvaters Geburtstag. Deshalb erwarteten wir diese Feiertage immer mit großer Ungeduld, besonders die Zeremonien an den Totengedenktagen der Familie. Da diese jedoch immer erst nach Mitternacht stattfanden, mussten wir Kinder hart gegen den Schlaf ankämpfen, wenn wir so lange wach bleiben wollten, um von dem Reis und den besonders guten Beilagen essen zu können. Doch schlugen diese Versuche, bis nach Mitternacht wach zu bleiben, fast immer fehl, sodass wir Kinder am folgenden Tag jedes Mal in Tränen ausbrachen über die versäumte Gelegenheit, uns diese seltenen Genüsse bereits in der nun vergangenen Nacht schmecken zu lassen. So wie die meisten Bewohner der Inseln hatten wir auf unserer kleinen Insel nur kleine, handtellergroße Felder und der Boden war wenig fruchtbar. Vor allem gab es in unserem Dorf kaum Reisfelder. Das hatte zur Folge, dass wir in Solana uns noch viel weniger Reis leisten konnten als die Leute auf dem Festland. Zum Ausgleich dafür bemühten sich die Erwachsenen, die Felder so gut wie möglich zu bearbeiten und bauten Süßkartoffeln, gewöhnliche Kartoffeln, Bohnen, Knoblauch, Gerste und Kolbenhirse an, um trotz der ungünstigen Bedingungen etwas zum Leben zu haben. Und das waren dann die Feldfrüchte, von denen wir hauptsächlich uns ernährten. Zu den Essenszeiten roch das ganze Dorf nach Gerste. Man musste die Gerste zweimal kochen, weil die Körner nach einmaligem Kochen zum Essen noch zu hart waren. Und dann vermischten die Insulaner die Gerste mit ein wenig Reis, den man auf dem Festland gekauft hatte, um das Essen etwas weicher und lockerer zu machen. Und dann mussten wir das ganze Jahr über essen. Ausgenommen eben die wenigen besonderen Feiertage. Und vielfach war selbst dieser Gerstenbrei nicht ausreichend. Und so mussten wir mittags auch noch diese grässlichen Süßkartoffeln oder gewöhnliche Kartoffeln dazu essen. Und so erging es allen Familien auf den Inseln. Moment mal, Großmutter, maulte meine ältere Schwester dazwischen. Zu meinem Geburtstag letztes Jahr hast du überhaupt kein besonderes Essen gekocht. Aber jetzt kochst du Dock und noch dazu mit weißem Reis für meinen Bruder? Jungen tragen stolz ihre Eier durch die Gegend und sind eben was Besseres als Mädchen. Und Mädchen brauchen ihren Geburtstag eigentlich überhaupt nicht zu feiern, ja? So ist das eben, versicherte ihr Großmutter. Pfui, Eier, diese hässlichen Dinger zwischen den Beinen, konterte meine Schwester. Trotz des Abscheus und der Empörung unserer Schwester hob die Wertschätzung durch die Großmutter, die ohnehin stets und ohne Ausnahme die Partei von uns Jungen ergriff, unsere Selbstachtung beträchtlich. »Hör zu, Mädchen«, sagte sie, »sobald du heiratest, gehörst du zu einer fremden Familie, während deine Brüder weiterhin die Stützen unserer Familie sein werden. Verstehst du das?« Nicht allein Großmutter, auch Großvater pflegte so zu reden. Meine Schwester sah damals ziemlich niedergeschlagen aus. Sie war verärgert, dass ihr diese Eier zwischen den Beinen fehlten. Übrigens, Großmutter, wird Mama morgen kommen? Fragte ich mit Blick auf den Reistopf auf dem Herd. Wie glücklich hätte es mich gemacht, wenn meine Mutter aus der Kreisstadt auf dem Festland herübergekommen wäre, um mich an meinem Geburtstag zu besuchen. Mich überfiel eine plötzliche Traurigkeit bei dem Gedanken, sie könnte möglicherweise gar nicht da sein. Ich weiß, du vermisst sie, habe ich recht? Natürlich fehlt sie mir. Wahrscheinlich kommt sie nicht. Wenn deine Mama uns hier besucht, wer soll dann das Essen machen für deinen Vater und deine Brüder? Niemand. Aber sie kommt bald, in einem Monat oder so, sicher, sagte Großmutter mit einer Stimme, die mich beruhigen sollte. Mir wurde schwer ums Herz, aber Großmutter redete weiter. Gut, meine Lieben, ihr seid ja keine kleinen Kinder mehr. Ich habe euch Bengels als Hebamme alle mit auf die Welt gebracht und das ist noch nicht alles. Ich hatte vor eurer Geburt immer so einen Schwangerschaftstraum, wie sich das eben gehört. Was ist denn das? Fragte mein Bruder. Da schickt uns der große Gott
im Traum eine Voraussage über die bevorstehende Geburt. Als man dich gezeugt hat, Jun, sah ich einen großen Tiger in meinem Traum, sagte Großmutter zu meinem Bruder. Das ist ja fantastisch. Ich bin also ein Tiger, wirklich? Ja, sicher. Im Traum sprang ein riesiger Tiger von einem Felsvorsprung auf mich zu und dabei hat er laut gebrüllt. Und was war ich im Traum? Fragte meine Schwester und rückte näher an Großmutter heran. Du warst ein Kranich. Ein schöner, eleganter Kranich. Weißt du, was das ist? Das ist ein Vogel mit einem sehr langen Hals und schneeweißen Federn. Die schöne Stickerei dort auf dem Kissenbezug deines Großvaters, das ist ein Kranich. Als ich einen Kranich auf einer Kiefer am Meer gesehen habe, da wusste ich gleich, wir werden ein hübsches kleines Mädchen bekommen. Und genau so war es. Du bist gekommen. Meine Schwester lächelte. Und wie es aussah, war sie mit Großmutters Traum zufrieden. Dann kam ich mit meiner Frage an die Reihe. Du? Du warst ein Schwein. Ein großes, schwarzes, stattliches Schwein, sagte Großmutter. Ha, du bist ein Schwein! Oink, 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 schrie mein Bruder und meine Schwester vor Vergnügen. Mich hat das so aufgebracht, dass ich vor Wut fast ausgerastet wäre. Warum, um Gottes Willen, musste ich ausgerechnet ein Schwein sein, wo es doch so viele Tiere gab? Ein Schwein, das ich quiekend im dreckigen Schlamm wälzte. Es war hellichter Tag, berichtete Großmutter. Ich saß im Traum gerade auf der Diele, als ein riesengroßes Schwein in den Hof hereinkam und umherstreunte. Ha! Mein Bruder als Schwein, das im Hof herumstreunt, kreischten mein Bruder und meine Schwester. Es war so riesig, dass ich zuerst dachte, es muss ein schwarzer Bulle sein. Aber auf den zweiten Blick sah ich ein gewaltiges Schwein. Und es trug einen Sack mit Eiern so groß wie deinen Kopf zwischen den Hinterbeinen. Ein großartiger Anblick war das, auch wenn es nur ein Traum gewesen ist, sagte Großmutter lachend. Ein Eiersack? Was ist das denn? Fragte mein Bruder. Du hast doch auch einen. Hier, gleich hinter dem Pimmel, sagte Großmutter und deutete auf meine Geschlechtsorgane. Wirklich? Ich habe nicht gewusst, dass ein Schwein auch so etwas hat, sagte mein Bruder. Meine Geschwister mussten weiter kichern. Mein Liebling, es war wirklich seltsam, sagte Großmutter. Am Morgen vor deiner Geburt hatte ich nämlich dasselbe Schwein wieder im Traum gesehen. Der Traum, den Großmutter damals am frühen Morgen hatte, ging folgendermaßen. Der Schauplatz war ein Feld voller Unkraut, das fingerdick war und ihr bis zu den Knien reichte. Sie saß mittendrin und schnitt ihre Fußnägel. Als ihr großer Zeh an die Reihe kam, erlebte sie etwas sehr Seltsames. Sie wurde nicht fertig mit dem Schneiden ihres Zehennagels. Je mehr sie daran herumschnitt, desto größer wurde der Nagel. Und als sie genauer hinsah, da war sie entsetzt. Der große Zeh wurde größer und immer größer, bis daraus ein großes Schwein geworden war. Was ist das denn? Schrie sie laut und rannte voller Entsetzen davon, querfeldein durch das hohe Gras. Der Schweiß lief ihr herab, bis sie mit einem Sprung eine Böschung erreichte. Und in diesem Augenblick verlor sie plötzlich ihren Rock. Um Himmels Willen, was soll ich machen? Schrie sie. Und als sie hastig versuchte, sich ihren Rock wieder anzuziehen, erwachte sie schreiend. Wenn ich noch eine Jungfrau gewesen wäre, dann hätte der Traum bedeutet, ein Heiratsvermittler hätte seinen Besuch angekündigt, brummte Großmutter beiläufig. An jenem Morgen jedenfalls, nach diesem Traum und nachdem sie gefrühstückt hatte, nahm Großmutter ihre Tochter, meine älteste Tante, die damals 20 war, mit aufs Feld. Meine Mutter, die im letzten Monat ihrer Schwangerschaft war, bemühte sich, ihnen zu folgen. Mit deinem Bauch, so groß wie eine Wassermelone, solltest du nicht mit uns aufs Feld gehen. Bleib lieber zu Hause, meine Liebe, sagte Großmutter. Doch meine Mutter bestand darauf, mitzukommen und Großmutter gab nach. Dann gingen die drei Frauen los. Mit Hacken und Körben und einem Wasserkrug in der Hand mussten sie den Weg über einen Hügel nehmen. Und kaum waren sie angekommen, begannen sie mit der Feldarbeit. Nachdem ein halber Tag seit dem Beginn ihrer Arbeit vergangen war, erfasste mich, während ich noch zusammengekauert in Mutters Bauch hockte,
plötzlich Neugierde auf die Außenwelt. Die von der Sonne ausstrahlende Wärme schmeichelte meiner zarten Haut, während der Geruch der warmen Erde mir beinahe den Atem nahm. Ich bekam kaum Luft und begann mit den Beinen zu strampeln. Wie ich erwartet und gehofft hatte, legte die Mutter sich auf die Erde und fing sogleich an zu stöhnen und sich zu winden. Aingu! Ah! Und mit ihren Händen hielt sie sich dabei den zu einem Ballon aufgeschwollenen Bauch. Verwundert ließen Großmutter und Tante ihre Hacken fallen und rannten zu meiner Mutter. Ganz ohne Zweifel, die Entbindung stand kurz bevor. Sie hoben meine Mutter auf, nahmen sie abwechselnd auf den Rücken und gingen mit ihr umher. Und dabei liefen sie über die hügeligen Felder und durch ein Tal, bis sie schließlich an eine Stelle kamen, von der man aus das Meer sehen konnte. »Ah, oh, bitte legt mich hier ab, ich kann nicht mehr, gleich hier«, rief die Mutter. Das taten sie und legten sie auf einen Platz, der eigentlich zu einer Grabstätte gehörte und mit hohen Kiefern umsäumt war. Großmutter war klar, worum es ging. Sie rollte ihre Ärmel hoch und übernahm die Rolle der Hebamme, während meine Tante so schnell sie konnte ins Dorf rannte. Mangels einer Decke streifte Großmutter ihren Rock ab und breitete ihn auf dem Gras aus. Die Voraussage aus ihrem Traum war also Wirklichkeit geworden. »Aigu! Ah!« schrie und stöhnte meine Mutter. »Pressen! Ja, noch mehr drücken! Ja, das ist gut! Weiter pressen!« ermunterte sie Großmutter immer wieder mit lauten Rufen. Die Schreie der beiden Frauen erschütterte die Berge und Täler und hallte wieder in der Luft. Falls Leute in der Nähe waren, mussten sie gedacht haben, da war ein Ringkampf im Gange zwischen zwei streitbaren Frauen. Ich hatte den Eindruck, die Welt um mich herum wurde immer heller. Die strahlende Sonne drang dort hinein, wo ich zusammengekauert saß. Auch der Wind und die Wellen hörte ich da drinnen und die Schreie meiner Großmutter und meiner Mutter. Ich zappelte und strampelte, aus meiner dunklen Höhle herauszukommen in Richtung auf eine helle neue Welt. Als ich schließlich einen kühlen Luftzug an meinem nassen Kopf spürte, war mir klar, dass ich endlich heil auf dem neuen Planeten angekommen war. Als Großmutter dann meinen roten Körper vollends ans Licht zog, kam ein gewaltiges Hurra aus ihrem Mund und sie kreischte laut vor Aufregung. Das Baby ist da, mein Enkel ist endlich angekommen, er ist da. Da Großmutter keine Schere zur Hand hatte, um die Nabelschnur durchzuschneiden, zerschlug sie kurzerhand mit ihrer Hacke die Wasserschüssel, die sie mitgenommen hatte, und verwandte eine Scherbe dazu, die Nabelschnur zu zerschneiden. Dann hielt sie mich hoch in die Luft und begann im Gras herumzuhüpfen und zu tanzen. Und dabei hatte sie ganz vergessen, dass sie nur noch ihre Unterwäsche anhatte. Der blaue Himmel, die Kiefernbäume und die strahlende Frühlingssonne wirbelten nur so um mich her. All das machte mich so benommen, dass ich kaum atmen konnte. Hurra! Ich habe einen neuen Enkel. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Der Traum vom Schwein ist wahr geworden, sang Großmutter. Dorfbewohner und meine Tante kamen zu Großmutter gerannt, die nicht aufhörte, in ihrer Unterwäsche zu tanzen. Kein Zweifel, dachten sie. Nun ist sie verrückt geworden. Als Großmutter dann, mich fest an ihren Busen drückend, wie wahnsinnig die Hügel hinauf und hinab rannte, fürchtete meine Tante, jetzt sei mit ihr wirklich etwas nicht mehr in Ordnung und fiel vor Schreck auf die Erde. Als Dorfbewohner die alte Dame am Ende einholten, fragten sie, was ist es, ein Junge oder ein Mädchen? Und darauf antwortete Großmutter stolz mit lauter Stimme, ein Junge ist es. Sobald ich das Baby in meiner Hand hielt, spürte ich sein warmes, prall gefülltes Eiersäckchen. Schwein muss man haben. Und Großmutter tanzte weiter, mich in ihrem Arm haltend, um sie herum.